Hey Leute, hier ist leider schon der letzte Beitrag zur Burgerwoche. Heute zeige ich euch, wie man einen Veggie-Burger ganz leicht zubereitet. Die Zutaten dafür findet ihr wie immer in meiner Infobox, aber das wisst ihr ja schon. Wir beginnen damit, 1 Liter Gemüsebrühe aufzukochen. Wenn die Gemüsebrühe kocht, geben wir den Reis dazu. In der Zwischenzeit können wir die Möhren schon mal klein raspeln. Danach schneiden wir die Zwiebel in sehr kleine Würfel. Jetzt gießen wir den Reis ab und geben ihn in eine Rührschüssel mit den folgenden Zutaten. Mit den Käsestreuseln, mit den geraspelten Möhren, mit den Zwiebelwürfeln, den Eiern, dann eine Prise Salz, damit etwas Sparen, weil die Gemüsebrühe schon sehr salzig war, etwas Pfeffer und die Tiefkühlkräuter. Stück für Stück können jetzt Semmelbrösel hinzugefügt werden, bis die Masse die richtige Konsistenz hat, um Burger Patties zu formen. Nach dem Rühren muss die Masse noch 15 Minuten ruhen. Dann können wir etwas Butterschmalz in der Pfanne schmelzen. Aus der Masse können wir jetzt 4 vegetarische Frikadellen für den Burger formen. Die Frikadellen jetzt vorsichtig mit Semmelbrösel panieren. Können jetzt bei geringer Hitze von beiden Seiten goldbraun gebraten werden. Ich habe die Frikadellen nach dem Braten noch etwas abtropfen lassen auf ein Stück Küchenrolle, weil ich es nicht so mag, wenn sie von Fett triefen. Den Burger könnt ihr jetzt nach eigenem Geschmack belegen. Ich habe hierfür wieder mein amerikanisches Burgerdressing verwendet. Das war's schon mit dem Veggie Burger. Ich wünsche euch guten Appetit und lasst ihn euch schmecken. Leider endet hiermit auch die Burgerwoche. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß in dieser Woche. Und ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei Kochen mit Schau, bei Esslust und bei Multikoch für diese tollen Beiträge, die ihr zur Burgerwoche geleistet habt. Auf euch freue ich mich schon wieder auf nächsten Mittwoch. Wir sehen uns. Liebe Grüße, euer Kochnoob.